So, gestern haben wir uns mit der Bestimmung von Phi von M befasst, für jede beliebige natürliche Zahl. Ja, so. Das heißt, wenn ich Phi von M bestimmen will, dann kann ich die Primfaktorzerlegung machen und entsprechend gibt es eine Formel, die ich anwenden kann, um Phi zu bestimmen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr überlegen, wie groß ist eigentlich Phi von 1000 oder Phi von 24, sondern man kann es einfach berechnen und dann letztlich im Satz von Euler anwenden. Okay, heute beginnen wir mal mit einem weiteren Satz über die Eulersche Phi-Funktion, der ganz nett ist und den beweisen wir mal. Und zwar folgender Satz. Ich habe eine Zahl n und jetzt betrachte ich alle Teiler von n und wenn ich Phi von allen Teilern nehme, also ich nehme alle Teiler d, bestimme Phi von d und dann summiere ich diese Phis alle auf, dann kommt gerade n heraus. Ja? Also, ich habe eine Zahl n. Jetzt nehme ich mir alle Teiler von n, bestimme deren Phi. Alle Teiler, ich bestimme Phi von allen Teilern, summiere das auf, dann kommt n heraus. Machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal die Zahl 19. Ja? Nehmen wir mal ein Beispiel, das jetzt ein besonderes Beispiel ist, eine Primzahl, damit kennen wir uns gut aus, wenn es um die Bestimmung der Eulerschen Phi-Funktion geht und so weiter. Ne? N ist gleich 19. Welche Teile hat die 19? Primzahl 1 und 19. Was ist Phi von 1? 1. Was ist Phi von 19? 18. 1 plus 18 ist 19. Okay, passt. Ne? Phi von 1 plus Phi von 18, von 19 ist gleich 1 plus 18 ist gleich 19. Stimmt. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen komplizierteres Beispiel. Nehmen wir mal n gleich 12. So. Welche Zahlen muss ich hier aufaddieren? Phi von 1 plus, welche Teil hat die 12? Diktiert mal jemand laut? Ja, einfach 2 plus Phi von plus 12. So, gucken wir mal, was da passiert, oder? Phi von 1 ist 1. Was ist Phi von 2? Wie viele Zahlen zwischen der 1 und 2 sind teilerfremd zu 2? Nur eine, also auch 1. Wie sieht es bei Phi von 3 aus? Phi von 3 ist 2, genau, die 1 und die 2 sind teilerfremd zu 3. Phi von 4? Bitte? 2. 2, weil, welche Zahlen sind teilerfremd? 1 und 3 plus 2. Was ist Phi von 6? 3, die 1, die 5 und die? Ah ja, nur 2, ne? Oder? Stimmt das so?
Die 1 und die 5 sind Teil der Fremd zur 6. Okay. Phi von 12? 4. 4, nämlich? Die 1. Die 1. Die 5. Die 7. Und die 11. Sehr gut, 4. Und jetzt hoffen wir, dass es richtig rauskommt. Was kommt raus? 12, ne? Ja. Okay. Kommt 12 raus. Puh, Glück gehabt. Naja, wir haben nicht wirklich Glück gehabt, weil der Satz da oben, der gilt ja. Ne? Wir haben es jetzt in zwei Beispielen verdeutlicht. Verdeutlichen langt nicht, wir müssen es jetzt beweisen. Und zwar machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir bilden mal Mengen. Ja? Die nenne ich mal groß K zu den Teilern von D. Ne? Also D sind immer alle Teiler der Zahl N und wir bilden jetzt mal Mengen KD und da packen wir Zahlen rein. Welche Zahlen packen wir da rein? Sind alle A Element N mit folgender Eigenschaft. 1 kleiner gleich A kleiner gleich N und der GGT von A und N ist gerade dieses D. Mhm. Wir nehmen jeden Teiler von N und bilden eine Menge all derjenigen Zahlen, deren GGT mit N gerade dieses D ist. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen an der Stelle, deswegen machen wir es gerade parallel an einem Beispiel mit durch, nämlich gerade am Beispiel 12, würde ich sagen, ne, weil wir das am Schluss aufgegriffen haben. Nehmen wir das mal als Beispiel. Wir bilden also die Mengen K1, K2, K3, K4, K6 und K12. Ne? Zu jedem Teiler von 12 bilden wir so eine Menge. So. Und jetzt müssen wir alle A's zwischen 1 und N verteilen. Ne? Also, welche A's sind denn hier in K1 drin? Welche Zahlen sind in K1? All diejenigen Zahlen, deren GGT mit 12 1 ergibt. Welche sind das? Sie hatten es gerade genannt am Schluss. Das sind gerade die Zahlen, die Phi von 12 ergeben. Ne? Welche waren das? 1? 1, 5, 7, 11. 5, 7, 11. Das sind all diejenigen Zahlen zwischen 1 und 12, deren GGT mit 12 gleich 1 ist. Hier sind all diejenigen Zahlen drin, deren GGT mit 12 die 2 ist. Welche sind das? Wollen Sie mal? So. 4 nicht, ne? Weil 4 können wir gleich hier unten reinschreiben. 6 auch nicht, das können wir hier reinschreiben. 8? Was ist der GGT von 8 und 12? 4, ne? Ah ja, also auch nicht. So. 10. 10 ist noch drin, ne? So. Okay. Welche Zahlen haben mit 12 den GGT 3? Zwischen 1 und 12? Ja? 3 und 9. Richtig. 3 und 9. GGT 4, 4 und 8 sind wir, glaube ich, fertig, ne? GGT 6, 6 und GGT 12, auch 12. So,
Okay. Was man hier sieht, wir haben alle Zahlen zwischen 1 und 12 in genau eine Menge eingeordnet. Ne? Warum ist das so? Warum kann es nicht sein, dass eine Zahl in zwei dieser Mengen vorkommt? Ja? Ja, ja. Es gibt genau einen größten gemeinsamen Teiler zwischen A und N. Und in diese Menge ordne ich dieses A ein. Das heißt, jede Zahl zwischen 1 und N wird in genau eine dieser Mengen eingeordnet. Das ist eine Klasseneinteilung. Ja? Es gibt genau eine Menge, in die ich eine Zahl einordne, nämlich gerade die Menge ihres GGT. Das bedeutet, alle Zahlen zwischen 1 und 12 sind in einer dieser Mengen. Wenn ich all diese Mengen vereinige, habe ich wieder alle Zahlen von 1 bis 12. Das bedeutet aber auch letztlich, dass wenn ich die Mächtigkeit all dieser Mengen aufaddiere, kommt 12 raus oder n. Ne, ganz allgemein, gilt natürlich allgemein genauso, kommt da n raus. Wenn ich die Mächtigkeit all dieser Mengen aufaddiere, hier sind 4 Elemente drin, 4 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1. Da kommt 12 raus. So. Welche Eigenschaft haben nochmal die Zahlen in einer Menge KD? In der Menge KD, schreibe ich mal hier an den Rand, KD gilt der GGT von A und N ist gleich D. Also A Element KD, genau dann, wenn der GGT von A und N gleich D ist. Der GGT von A und N gleich D ist aber äquivalent zu folgender Aussage. Der GGT von A durch D und N durch D ist gleich 1. Wenn A und N den GGT D haben, wenn ich beide Zahlen durch D teile, dann ist das, was übrig bleibt, muss teilerfremd sein. Und wäre das nicht teilerfremd, dann wäre D nicht der größte gemeinsame Teiler gewesen. Okay, was bedeutet das hier? Das sind all diejenigen Zahlen A durch D, die zu n durch d teilerfremd sind. Das heißt, a durch d ist auf jeden Fall auch kleiner gleich n durch d, ne? Weil das a liegt ja zwischen 1 und n, also muss a durch d liegen zwischen 1 und n durch d. Das sind all diejenigen Zahlen zwischen 1 und n durch d, deren GGT mit n durch d gleich 1 ist. Also ist die Anzahl dieser Elemente gleich Phi von n durch d. Die Anzahl der Elemente in der Menge KD ist gleich Phi von n durch d. So, jetzt sind wir hier an der Stelle. Naja, jetzt steht hier fast schon das, wo wir hinwollen. Jetzt haben wir innen drin noch n durch d. Eigentlich soll ja hier phi von d stehen. Was passiert jetzt hier? Ich gehe alle Teiler von n durch, ne, bei 12 jetzt 1, 2, 3, 4, 6 und 12 und bilde phi von n durch d. Also in dem Beispiel jetzt phi von 12 durch. Also wenn d 1 ist, dann habe ich Phi von 12. Wenn D2 ist, habe ich Phi von 6. Wenn D3 ist, habe ich Phi von 4 und so weiter. Ich mache hier nichts anderes, außer den Komplementärteiler zu D zu bilden. Wenn ich D habe, bilde ich N durch D, das ist der Komplementärteiler. Wenn ich alle Teiler durchgehe, 1, 2, 3, 4, 6, 12,
habe ich hier alle Teiler in der umgedrehten Reihenfolge. 12, 6, 4, 3, 2, 1. Wie rum ich die aufaddiere, ist wurscht. Also kann ich einfach auch Phi von D schreiben. Wenn wir das Beispiel mal nehmen, wenn ich die 1 habe, d ist gleich 1, dann habe ich Phi von 12. Also K1 ist Phi von 12. K1 hat 4 Elemente, Phi von 12 ist 4 gewesen. Passt. Wenn d2 ist, habe ich Phi von 6. Wenn d2 ist, habe ich Phi von 6. K6 hat ein Element, Phi von 2 war auch ein Element. Hier stehen genau die Summen, die Zahlen, ja, die Mächtigkeiten der umgedrehten Reihenfolge wie hier. So, das ist der Hintergrund. Ne? Und wenn ich jetzt alle Teiler durchgehe und Phi von dem Komplementärteiler bilde, kann ich auch gleich Phi vom Teiler bilden. Quod erat demonstrandum. Okay, gibt es Fragen dazu? Ja. Wie genau war der erste Schritt nochmal begründet? Für die Summe der Mächtigkeiten. Die Frage ist, wie genau war der erste Schritt begründet? In einer Menge KD sind all diejenigen Zahlen zwischen 1 und n, die den GGT D haben mit n. So, alle Zahlen zwischen 1 und n haben genau einen GGT mit n. Das heißt, sie sind in der Menge ihres GGT. Ich kann jede Zahl nehmen, jede Zahl ist in genau einer dieser Mengen hier. So, und aufsummiert ergibt das dann n. Das ist die Anzahl der Zahlen. Weitere Fragen? Okay.